Ich möchte gerne ein Glas Wasser trinken. Da muss ich da klarerweise in dieses Glas auch Wasser einschenken. Wenn ich Wein trinken möchte, dann muss ich da auch Wein einschenken. Nein, sagt ja auch unser Hausverstand. Aber genau so ist es auch mit unseren Gedanken. Wenn ich da immer noch negative Botschaften, negative Gedanken einschenke, kann ich mir nicht erwarten, dass daraus mentale Stärke entsteht, dass daraus was Positives entsteht. Oder wenn ich da einen Schritt weitergehe, wenn ich den anderen immer wieder kritisiere, wenn ich den anderen immer wieder auf die Fehler hinweise, kann ich mir nicht erwarten, dass daraus Selbstvertrauen entsteht. Ich muss zugeben, ich habe jahrelang Menschen analysiert, ich habe erfolgreiche Menschen analysiert, aber vor allem auch mental starke Menschen analysiert. Und ich bin drauf gekommen, da gibt es ein Schema, da gibt es Techniken, für was wirklich jeder Mensch lernen kann. Also ich bin absolut davon überzeugt, mentale Stärke ist erlernbar, ist trainierbar. Ich habe mir die Mühe gemacht, einmal auszurechnen, unser Freizeitverhältnis zum Arbeitsverhältnis. Und mit diesem Rechenbeispiel habe ich angenommen, mit 20 beginnen wir, mit 65 gehen wir in die Pension. Ich habe weiters angenommen, eine 5-Tage-Woche, sprich 2 Tage sind Wochenende, 10 Feiertage pro Jahr, dann schaut es wie folgt aus. Der viel kleinere Bereich sind jene Tage, wo wir frei haben, wo ein Feiertag ist, wo wir Urlaub haben. Und der viel größere Bereich sind jene Tage, wo wir in der Früh aufstehen und in die Arbeit gehen. Wenn wir das vergleichen, Prozentzahlen, 38% zu 62%. Und wenn wir jetzt dann einen Schritt weitergehen und wir freuen uns wirklich nur an jenen Tagen, wo wir endlich einmal Urlaub haben, wo endlich einmal ein Feiertag ist, dann leben wir im Endeffekt von diesen 45 Jahren nur 17 Jahre. Ich habe das einmal ganz spannend gefunden, das einmal auszurechnen, einmal darzustellen, dass auch die Arbeitszeit zu uns dazugehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt geht es darum, naja, was für Einstellung habe ich dazu. Alles, was ich mir im Kopf nicht vorstellen kann, kann ich auch nicht erreichen. Ich nehme mal ein Beispiel her. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass die Arbeit mir Freude bereitet, dass das auch Spaß machen kann, dass ich darin motiviert bin, wenn das da oben, da im Kopf nicht drinnen ist, dann tut es mir leid, dann werde ich das nicht erreichen können. Und ich glaube, wir alle kennen die Skifahrer, die was von Start da stehen und diese klassische Handbewegung machen. Sie visualisieren sie den Lauf. Sie stellen sich da bildlich vor, wie sie da oben fahren. Ich zeige Ihnen gleich einmal 10 Rechnungen. Und jeder denkt ganz kurz darüber nach, naja, was würde ich dazu sagen? Ich habe es ja schon ein paar Mal gehört jetzt. Eins ist falsch. Es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, Bur, jetzt reiß dich bitte mal zusammen, 4 plus 3 ist 7 und nicht 8. Das kann es einfach nicht sein. Oder ich denke mir, wow, 9 Rechnungen sind richtig. 90% dieser Aufgaben sind korrekt. Was mir schon ganz, ganz wichtig ist, auch diese eine falsche Rechnung, die darf man nicht unter den Tisch kehren. Aus Fehlern lernen wir, da können wir uns weiterentwickeln. Das ist sogar ganz, ganz wichtig. Aber mir geht es auch darum, dass wir unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit auch mal in die andere Richtung lenken. Weil dahinter versteckt sich einfach der mentale Bereich. Dasselbe ist auch mit dem Bewusstsein. Bewusstsein, Unterbewusstsein. Und da unten, da spielt einfach die Musik. Und was ich ganz spannend finde, ist eine Universität, die Harvard-Studie, die aussagt, dass wir Menschen von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr 180.000 negative Gedanken hören. Du kannst das nicht,
du schaffst es nicht, du hast zu wenig Talent. Es gibt auch andere Studien, die was sogar sagen, weit über 200.000. Und das ist für mich auch der Grund, warum wir als erstes das Negative sehen. Warum wir als erstes den Fehler sehen. Weil wir das auch so gelernt haben. Wir sind damit einfach aufgewachsen. Ich habe mal eine Führungskraft gehabt, die hat zu mir gesagt, naja, bei mir rennt alles negativ. Ich habe nur schwierige Situationen in der Arbeit, ich habe schwierige Kollegen und Kolleginnen, natürlich auch schwierige Kunden und Kundinnen. Also im Grunde genommen, es rennt alles negativ. Wir haben dann vereinbart, dass er meine Technik einmal konsequent anwendet, 4 Wochen lang. Und das hat er Tag für Tag, Woche für Woche, 1 Monat lang gemacht. Und siehe da, danach war eine ganz große Veränderung zu spüren. Er hatte wieder vermehrt Erfolgsmomente in der Arbeit. Er war einfach wieder zufriedener. Was habe ich mit ihm gemacht? Im Grunde genommen, sehr einfach. Ein Erfolgstagebuch. Jeden Tag hat er nach der Arbeit 2 bis 3 erfolgreiche Momente aufschreiben müssen und ein besonderes Highlight. Wenn eine Kollegin oder Kollegin etwas gut macht, dann sagen Sie ihm bitte, boah, Herr Bürgermeister, das hast du sogar super gemacht. Boah, das hast du wirklich toll gemacht. Ganz, ganz wichtig, es muss ehrlich sein. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das wie ein Bumerang zu einem zurückkommt. Und meine Frage, wer von Ihnen ist davon überzeugt, dass positive Anerkennung wirklich ein ganz wichtiger Beitrag wäre in unserem Leben? Bitte meine Hand hoch. Ich glaube 100%, sehr gut. Aber es geht nicht darum, dieses Wissen zu besitzen. Das haben wir ja alle Menschen. Es geht darum, dass ich wirklich in diese Schatzkiste hineingreife und das auch einmal mache. Das ist der Schlüsselfaktor. Um das geht's. Wer von Ihnen kennt das Spiel Roulette im Casino? Bitte meine Hand hoch. Also Sie kennen Roulette. Ganz nicht gut. Wer kann Roulette? Bitte noch mal Hand hoch. Haben wir schon einen Freiwilligen? Sehr gut. Beim Roulette gibt es rote und schwarze Zahlen. Wenn ich auf die Zahl rot setze, kommt die Zahl rot, dann gewinne ich das Doppelte. Das heißt, wenn ich 5 Euro setze, gewinne ich. Kriege 5 Euro dazu. Genau, 10 Euro. Perfekt. Aber jetzt aufpassen. Jetzt gibt es einen Roulette-Kessel, der hat 85% rote Zahlen und nur 15% schwarze Zahlen. Auf welche Zahl würden Sie setzen? Auf Rot. Rot. Mhm. Und Sie gewinnen permanent. Sie gewinnen jetzt 10 Minuten lang. Und nach 10 Minuten kommt einmal eine schwarze Zahl. Ist deswegen Ihr System falsch, dass Sie immer auf Rot gesetzt haben? Nein. Nein. Genau. Und genau das Gleiche ist es auch mit mentalen Techniken. Nicht immer wird man gewinnen. Aber wenn man das Ganze systematisch angeht, erzielt man unterm Strich die besseren Ergebnisse.